Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tokyo Extreme Racer Drift 2. Ja, heute geht es daran, dass wir uns ein weiteres Fahrzeug raussuchen, was kein Turbo hat und mehr Leistung als 145 oder allgemein als 100 PS hat, weil wir hatten ja das Problem, dass wir mit unserem Levin, wenn da kein Turbo drauf hat, irgendwie 100, irgendwas knapp 106, 107, ich weiß nicht mehr genau, PS hat und es auf jeden Fall zu wenig ist für das Rennen oder das Event, was wir absolvieren müssen. Dementsprechend gilt es jetzt, ein Fahrzeug zu finden, was im Preisrahmen ist und was ja mehr Leistung hat. Gucken nochmal bei Used Car Dealer. Ich glaube, Neuwagen sind wirklich alle zu teuer. Also der Turbo, der Beat, warte mal, 6 Kilo pro Meter, 21 Kilo pro Meter, und der CRX 15,9. Was hat denn unser Levin eigentlich? Würde mich jetzt mal interessieren, damit wir da so einen Vergleich haben. Garage, ah warte, das stand doch da gerade. 19,7 Kilogramm pro Meter bei 3700 Umdrehungen. Ja, warte, ich gucke nochmal. Also der Primera würde mir, glaube ich, am ehesten zusagen momentan. Tatsächlich schon, ne? Auch wenn es kein wirklich allzu hübsches Fahrzeug ist. Aber der würde ganz, ganz knapp im Preisrahmen sein. Also viel ist da nicht drin, ne? Der Beat. Schwierig. Oder der CRX. 15,9. Komm, wir gucken trotzdem mal beim Neuwagenhändler. Vielleicht ist er ja doch was dabei. Wir fangen mal bei Toyota einfach an. Direkt wo Turbo ist, überspringen. Der Witz. Levin BZ. Achso, okay. Oh Gott, nee. Achso, da sind wir ja schon wieder einmal durch. Ich weiß nicht, es ist schwer. Ich will halt irgendwas finden, was mir zusagt. Subaru, ich glaube. Ja, wobei. Aber die meisten sind auf jeden Fall Turbo aufgeladen. Da gibt es ja bis jetzt nur drei. Das heißt, wir müssen mehr Fahrzeuge freischalten. Primera halt. Okay. 13,7 auf 108 PS. Also serienmäßig ist der schon besser als unser Levin. Ich glaube, ein kleines Auto ist gar nicht mal so verkehrt für diese Strecke allgemein. Also es könnte eventuell der March 12 SR sein. Und dann merken wir mal, Nissan March. Oh, der Mirage, ne? Der ZR ist etwas leichter. 40 Kilo. Kostet aber auch dementsprechend über 1000 mehr. 100.000 mehr. Oh, ich weiß ja nicht. Mazda 2, nein, Mazda 3. Oh. Den hatte ich als Schrägheck. Aber in der Vor-Facelift-Version, das ist ja schon die Facelift-Version. Das war ein geiles Auto, das war mein allererstes Auto. 171 PS, ich hatte natürlich 105 nur. MX5, 130 auf 16 Kilogramm pro Meter. Hm.
will aber eigentlich einen Frontkratzer haben. Ja, der ist aber... Der hat zu wenig... Also zu hohe Kilogramm pro Meter. Integra. 180 PS, 17,8. Aber jetzt... Ah, der Integra ist aber zu teuer. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich auch noch auf mein Budget gucken muss. Der wäre halt drinne. Wollen wir wirklich einen Civic nehmen? Also entweder nehme ich den hier, der hat 170. Ich merke mir das mal. 170, 16 Kilo. Und der andere, der im Gebrauchtwagenhändler war. Der CX hat, ja, 7 PS weniger, aber dafür auch nur 0,1 Kilogramm pro Meter weniger. Aber er wiegt auch allgemein viel, viel weniger. Und wir haben noch Geld übrig. Ich finde den Civic zwar schöner, ehrlicherweise. Boah. Der bietet ja gar nichts, ne? Aber der Beat ist nicht so mein Favorit. Ja komm, ich kaufe den CRX einfach. Haben wir noch Geld übrig. Und der, ja, ist leicht, hat genug Leistung. Ja, der wird's. Demonstration Model, was ist das denn? Ah, wir können den kurz testen. Kommen wir mal Short Course. Machen mal Apple. Warte. Oh, egal. Immerhin habe ich Apple ausgewählt. Können wir mal ganz kurz testen, ob der mir zusagt. Oh ja, der ist. Der ist deutlich linker schon. Oh Gott, die Kurve ist aber wirklich nicht ohne. Aber die Strecke kenne ich auch nicht. Aber ja, der kommt einfach besser. Weil mit dem Levin sind wir als irgendwo bei den 80 km/h hängen geblieben. Wir müssen bedenken, hier haben wir jetzt viele Haarnadeln. Ich glaube, der wird's, ja. Ich nehme den direkt. Er wird's. Ich muss da nur ein bisschen Tuning reinstecken, ehrlicherweise. Ja, komm. Wir könnten den auch natürlich eintauschen, aber wir behalten den jetzt. Ja. Nehmen wir denn? Ich nehme Weiß. Natürlich mit Backlight. Das nehme ich. Muss ich mal gucken, ob Kaido passt. Ah, wo ist denn K? Da. Ja, würde sogar reinpassen. Ah, okay. Eigentlich nicht so richtig. Merke ich gerade. Egal, ich nehme das jetzt einfach. Ja, scheiß drauf. Wobei, vielleicht mache ich sogar was Japanisches und mache einfach warte, wir machen 7. Ah, nee, warte. Ah! Nein. Ah. Das ist ja blöd gemacht, ey. Wenn ich jetzt hier einen Punkt dazwischen mache, passt das nicht mehr. Ach, weißt du was, ist mir egal. Dann kann ich auch Kaido machen. Wenn er schon so ist. Warte, wir machen das anders. Ich mach das cooler. Und wir machen hier noch einen schönen Punkt hin. Use this, okay. So. Lass mal erstmal kurz nach Tuning gucken, was ist das, was es denn hier so zu kaufen gibt für das Fahrzeug. Rally Kit gibt es nicht. Carbonhaube, ja klar, kennen wir ja.
Carbon-Heckklappe brauchen wir auch nicht gucken. Mudflaps will ich jetzt nicht. Carnards. Ja. Geht's Gewicht hoch? Ja, 1 Kilo. Böser Blick. Oh ja. Der kommt drauf. Erstmal natürlich Optik machen, bevor ich jetzt hier an die Leistung gehe. Na klar. Ja, Full Aero. Fügt halt so eine Lippe unten hinzu, so eine Oldschool-Lippe. Das ist aber 300.000, ne? Seitenschweller, ja, ich glaube, das sind so gerade Seitenschweller und ja, hinten so ein Ansatz. GT-Wing. Winkertune. Achso, das waren ja genau die Standlichter. Das ist mal weg. Light. Ich glaube, die Level 3 sind am hellsten, ne? Wahrscheinlich, aber ja. Lass mal weg. Oh, das ist schwierig. Ich lass erstmal alle so weg. Ich gucke mal eben wegen Motor-Tuning. Das ist ein S-Engine. So, warte mal, was brauchen wir bei S-Engine? Warte, ich guck gerade im Guide. Critical. So, S-Engine, da brauchen wir bei Part A AKP 230.000, aber es bringt uns schon ein paar Pesen. Ja, bauen wir direkt ein. Was kostet zweite HRM? Kostet auch 350, okay. Und hier die Welle kostet, da brauchen wir Uni, das ist 50, könnten wir uns theoretisch leisten. Frage ist, sinnvoller Motor zu tunen oder Fahrwerk? Der Fahrwerk wird ja auch was ausmachen. Steuergerät. Oh, der hat schon Tuningteile drin, sehe ich gerade. Steuergerät nicht, aber Kühler hat er schon Level 2 drin. Das ist gut. Und Auspuff. Die anderen würden, ja, würden uns mehr PS bringen. Also das heißt, wir werden früher oder später dann hier drauf gehen. Jetzt habe ich es langsam verstanden. Guck mal. Der hier würde weniger PS bringen, aber dafür auch Kilogramm pro Meter weniger. Der würde zwar mehr PS bringen, aber dafür Kilogramm pro Meter ja erhöhen, sage ich mal. Also da muss man dann abwägen, was man machen will. Okay, okay. Na gut, Fahrwerk hat da scheinbar nichts drin. Dann, okay. Wir könnten uns Level 1 kaufen. Oder Level 2. Also Level 2 ist nicht im Preisbudget drin. Ach komm. Wenn schon, dann mache ich gleich... Ich kauf die Welle. Da brauchen wir Uni, genau. Die Welle kaufe ich. Haben wir noch 115 übrig. Können wir uns wenigstens noch schicke Felgen kaufen. Ja, Reifen lassen wir erstmal so. Aber Felgen müssen jetzt schöne her. Fangen wir von unten an. Bow Drive. Ja, was gibt's denn hier Schönes? Ah, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kosten 110, eieiei. Watanabe. Oder Watanabe, wie auch immer. Ah, Felgen ist wirklich das, wo ich mich am meisten mit beschäftige. Weil da ist wirklich schwierig, was Schönes zu finden, was mir auf Anhieb immer gefällt. Oder wo ich eine Vision habe, wie es aussehen könnte mit allem zusammen.
Das könnte vielleicht geil aussehen, so Kreuzspeichen, ne? Ja, Kreuzspeichen sind auf jeden Fall jetzt mein Favorit auf dem hier. Keshi. Eieiei. RPF, ja. Geht immer. Yokohama. Ja, die haben zu sportliche, sag ich mal. Also zu moderne, die nicht auf den CRX passen vom optischen. Weil sowas würde auch gehen, ne? Connoisseur. Ich sehe halt nur nicht, ob die konkav sind oder nicht. Das ist halt ein bisschen störend für mich. Reifsig und danach haben wir noch BBS übrig. Ja, immerhin kosten alle Felgen gleich viel. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Also muss man sich nur auf die Optik. Hey, BBS gibt's hier gar nicht. Echt? Okay. Ich habe irgendwie was falsch in Erinnerung gehabt. So, Frage ist, nehmen wir die SE37K oder die GTU? Ich glaube, ich nehme die hier. Komm, die nehmen wir schon 2 Zoll größer. Das muss ja auch schon geil aussehen. Ja, wenn schon auf beide. Oh! Hacke! Wir haben gar nicht genug Geld. No, okay. Was? Ich hab die jetzt gekauft, aber... Ich hab die jetzt nur für eine gekauft? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe nur einen Satz gekauft, also 2 Felgen. Ach du Kacke. Oh je. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Garage. Müssen wir mal kurz abchecken. Was wirklich jetzt so passiert ist. Front and Rear. Ja, wir könnten die Originalen halt größer machen. Nur Front. Okay, da haben wir die. Was sollen wir die nur hinten drauf machen? Okay, wir haben wirklich nur einen Satz Felgen gekauft. Ich mach die mal vorne drauf jetzt. Und hinten machen wir die originalen. Nein, warte. Ah, was mache ich denn da? Junge. Hinten machen wir die originalen. 2 Zoll größer, damit es ein bisschen cooler aussieht. Okay, ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Was ich noch machen will, ist Auspuff ändern. Nein, nicht Cooling Modul. Bin viel zu nervös. Da ist einfach nur eine Fake-Blende dran. Wie geil ist das denn? So. 4 und 5 war ja so schräg. Komm, wir nehmen mal die hier, die so schräg weggeht. Ich glaube, das wird ganz geil aussehen. Okay. Dann geht's jetzt wirklich ans Rennen. Wir schauen mal, wie wir uns schlagen werden. Mit unserem halb fertig getunten Fahrzeug. Ich habe jetzt noch gar nicht im Forum geguckt. Aber die Strecke haben wir jetzt freigeschaltet, oder was? Stimmt, die haben wir doch in der letzten Folge freigeschaltet. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber erstmal will ich auf Hiroshima das Zeitrennen versuchen zu bestreiten. So. 2,28 gilt es zu schlagen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe es wirklich sehr.
Oh Gott. Ja, aber der ist wirklich deutlich flinker unterwegs. Ich glaube, den Levi müssen wir wirklich bald verkaufen. Der reißt ja wirklich nichts vom Teller. Klar, den können wir behalten für Driftrennen. Aber alles andere macht dann keinen Sinn mehr. Das heißt, ich muss eventuell das Drift-Setup einfach anpassen. Oder ja, auf das Fahrzeug wieder anwenden. Und dann können wir damit driften. Und alles andere machen wir mit dem CRX. Vorerst. Ich glaube, ich hätte wirklich keine Chance gehabt, mit dem Levin das zu schaffen. Der ist halt wirklich viel zu träge. Der ist ja wenigstens hier ein bisschen gewillt. Der schafft sogar die 100 km/h hier teilweise. Ist das geil. Noch eine Meile und wir haben noch über eine Minute. Das wird sowas von ein Sieg. Können wir uns auch gleich erstmal schöne Felgen wieder kaufen. Oder die hinteren Felgen kaufen. Und ein Fahrwerk. Oder das zweite Tuning-Teil. Oder das dritte, eher gesagt, vom Motor. Bauen wir mal. Komm, 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 zieh. Ich hab noch eine halbe Minute. Ja, das ist die Kurve, wo ich immer mit dem Levin angebremst habe. Also mit dem muss ich auf jeden Fall anbremsen, mit dem Levin eigentlich gar nicht. Oh, das wird jetzt knapp. Es wird knapp, aber es sieht gut aus. Jawoll! Easy! Geil! Endlich! Sidus Medal. Sehr schön. Okay, haben wir hier geklärt scheinbar. Aber kein Geld bekommen. Ja, okay. Ja, mehr gibt es erstmal nicht. Wahrscheinlich schalten wir später die anderen Rennen frei. Dann lass doch mal auf Hakone Nanamagari. Alter, schwer. Oh, hier gibt's gar nichts. Also keine Events. Okay. Why? Aber hier gibt's am Tag welche. Aha. Was hat er am Pesen? 214. I've only get a CA180SX, but it's technically that counts. Your fancy new car doesn't stand a chance. Am Tag gibt's Rennen? Okay. Ah, ich hab nicht genug Geld. Scheiße. Das ist natürlich ärgerlich jetzt für mich. Yo. 100.000. Aber interessant, dass jetzt am Tag auch hier Leute zum Rennen da sind. Ich dachte, das passiert nur bei Nacht. Aber okay. Bei Hiroshima? Ich glaub, bei Hiroshima und dem anderen gibt's nichts. Nö. Also so wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich gleich wieder in die Nacht gehen. Wir müssen uns erstmal Geld dazu verdienen, aber ich habe auch gar nicht genug Geld. Das heißt, ich muss wirklich erstmal gegen die Leute fahren, die ich schon geschlagen habe. Sieht ganz danach aus. Ja. Ja, dann müssen wir wieder in die Nacht gehen. Krass. Sponsoren gibt es auch keine neuen, ne? Ne. Was ist denn eigentlich bei den Mails los, bevor wir jetzt in die Nacht gehen? Mal kurz schauen. Connection Net. Okay, gibt keine neuen E-Mails für mich, keine direkten. Ja, dann gehen wir in die Nacht.
Go Pass. Wir könnten. Ah, okay. Die andere Strecke gibt es nur bei Tag scheinbar. Lass mal Fakone gehen. Lass mal hier ein paar Leute herausfordern. Ah, hier sind wenigstens ein paar neue dazugekommen. Oh. Aber ich habe nicht genug Geld. Ich weiß, ich muss erstmal wahrscheinlich. Kommen wir vor, dann erstmal den hier raus. In der Hoffnung, dass der CRX das jetzt schafft. Aber eigentlich müsste er das schaffen. Und dann können wir den anderen herausfordern und so können wir uns dann hocharbeiten. Okay, hier der Tacho ist auf jeden Fall auch schon angepasst. Das ist gut. Und dann halt wirklich jedes Mal, wenn ich mir ein anderes Fahrzeug mal nehme, mal testen, ob auch alle Tachos übernommen worden sind. Ey! Mann, der macht mir keinen Platz. Aber er verhält sich gut. Das macht schon Spaß, mit dem zu fahren, weil der einfach deutlich flotter ist. Wirklich, das mit dem Levin war es einfach gefühlt so, als ob ich, wie soll ich sagen, das Spiel irgendwie auf 50% oder ja, 0,5-fache Geschwindigkeit habe. Also Zeitlupe so halb. Aber mit dem, ja, oh, ist das geil. Oh, wir schlagen den sogar so schon, weil wir zu weit weg sind. Sehr gut. Habe ich aber auch nicht anders erwartet, ehrlicherweise. So, komm. Den können wir jetzt herausfordern. Warte mal, erstmal. Ich muss erstmal gucken, was der für ein Fahrzeug eigentlich hat. Ja, 97 PS, aber er wiegt auch gar nichts, ne? 683. 14,7 Kilogramm pro PS. Teruka is a famous. Ah, okay, warte. I got a hot tip from the Tosan on how to handle switchbacks. Wanna see? You're totally freak. Ah, das werde ich sehen, ob ich ausraste. Das werde ich gleich sehen. Okay, wir sind aber vor ihm. Aber der ist wirklich. Deutlich leichter, das merkt man einfach, wie er einfach schon direkt an meinem Hintern klebt. Oh, die Bremse, die müssen wir upgraden, die wird schnell warm. Das ist krass. Beim Levin war es gar nicht so, da war der Grund eigentlich kaum was warm. Aber klar, da haben wir auch die Sportbremse drauf und hier haben wir Serienbremse noch drauf. Boah. Ich hoffe, die wird beim nächsten Rennen dann wieder kühl sein. Ja, man merkt schon ein bisschen, dass er anfängt zu faden. Das ist krass. Die kühlt sich auch nicht so viel ab, weil wir nicht so viel Fahrtwind abkriegen. Weil wir eigentlich nur die ganze Zeit auf der Bremse stehen gefühlt. Also ganz, ganz leicht kühlt die nur ab. Aber das haben wir. Das haben wir. Geil. So, hier haben wir zwei weitere, aber... Ah, Supporter. Oh, ich glaube... 200 Pesen hat er. 22, noch was Kilo. The Sport Convertible Boom is here. My time has finally came. You are gonna down, sucker. Ja. Lutsch mein was auch immer. Weißt schon, was ich meine. Drecksack. Sucker. Nein! Okay. Das ist ein Driftrennen. Ja. Das ist ja jetzt ganz schlecht für mich. Action! Oh Gott!
Nein. Aber vielleicht könnte ich es sogar machen, tatsächlich. Mit dem Frontkratzer. Ja, das war ja aber auch nicht so cool. Da habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet. Was wir eigentlich hier für ein Rennen haben. Kacke. Oh Mann. Es ist kacke, weil das Heck dann immer so nachrutscht. Easy, haben wir schon. Auch wenn das eigentlich gar nicht so cool ist. Es gibt mir schon wieder diese Underground 1 Vibes vom letzten Projekt, wo ich ja mit viel, eigentlich mit, nur mit den Civics Rifts Rennen gemacht habe. Aber okay. Da haben wir wenigstens geschafft. Ich hätte jetzt schon ein bisschen bange, dass ich das nicht hinkriege. So, hier haben wir noch einen. Mal wenigstens auch. Hey you, I don't care who wins, just teach me some techniques, will ya? Pretty please. Oh nö. Guck einfach zu. Warte mal, Supporter, sind das Leute, die mich unterstützen? Also sozusagen meine Fans, die mich fahren wollen? Ja, also, ich glaube, Vollgas, was ich immer hier mache zum Start, ist glaube ich nicht so sinnvoll, weil ich höre immer wieder, dass die nur so ja, Gasstöße immer geben. Also ich versuche irgendwie so einen Drehzahlbereich zu treffen. Ich glaube, damit kommt man wirklich auch besser vom Fleck. Aber ist ja egal. Solange ich trotzdem siege, ist mir das eigentlich wurscht. Ob die besseren Start hinlegen als ich. Guck mal, wie das Fahrzeug hier wankt, ey. Erstmal schön Drift noch hingelegt. Hoppala. Ah, da ist schon das Ziel. Ich dachte, dass ich den vielleicht vorher noch kalt mache, aber egal. Wenigstens so. So, hier haben wir jetzt alle auf Hakone. Dann gehen wir mal auf... Oh, ich vergesse immer die andere Strecke, ne? Also allgemein, die Namen vertausche ich immer. Oder habt ihr nicht so im Kopf? Auf Hiroshima. Und gleich kommt dann bestimmt wieder die Schotterstrecke. Okay, nur einer theoretisch neu. Gegen den anderen haben wir ja schon mal jetzt angelegt, sag ich mal. 205 Pesen, ja okay. Der 30 ist nicht so krass. Okay, das ist ein Team. Ah, der andere ist nicht mehr da, oder was? Okay. Why? Was? With Raspberry. Was Kaoru Su says he... Nee, says she'll race on you. Once I've seen how good your technique is, I'll race you myself. Okay. Da fahre ich erstmal gegen deine Freundin, Kollegin, Kameradin, wie auch immer. Mach ich die erstmal kalt und danach dich. Kennzeichen ist einfach Go Go. Oh mein Gott. Ah. Ja. Besserer Start für sie, aber ich bin schneller. Hey. Aber nicht, wenn sie so mit unfairen Mitteln spielt. Warum fährt die denn alles in die Bande rein? Fahren wir mal so hier. Ups, habe ich jetzt selber die Bande kurz geküsst. Ja, ob wir die kalt machen vor dem Ziel. Könnte fast hinhauen. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt holt sie auf. Ja, egal. Dann fahren wir halt trotzdem ins Ziel. Kein Problem. Na, oder? Ja, das wird jetzt eine knappe Geschichte. Was jetzt zuerst eintrifft. Ah, okay. Aber ganz, ganz knapp.
Okay. So. Queen. Komm, zeig, was du kannst. Ja, mach halt zu, ne? Aber dein Auto ist viel zu schwer. Boah, die lasse ich doch wirklich vorher schon stehen. Die steht da, glaube ich. Ich glaube, die hat geparkt. Ja, in der Perspektive kann ich tatsächlich das Auto ein bisschen besser fühlen, sage ich mal, weil ich nachvollziehen kann, was das Auto macht. Alter, das war ja mal der schnellste Wind, den es jemals gab. Das müssen wir uns mal kurz angucken. Das Replay, das will ich mir mal kurz echt anschauen. Ja, habe ich sie einfach stehen gelassen. Was macht sie denn da, Alter? Ist sie im vierten Gang jetzt gerade da hochgefahren oder was? Sah zumindest so aus, ein bisschen. Eieiei. War aber nicht so cool für sie. Ja, da haben wir das Ding schon in der Tasche. Krass. Okay. Naja. Haben wir wenigstens ein bisschen Geld gemacht, aber für Felgen. Also es könnte reichen, aber ich will eigentlich dieses Tagrennen da mal versuchen zu machen. Ja, das probieren wir noch aus. Ich will jetzt eh nichts mehr machen. Wir nehmen nur die zwei Strecken. Das heißt, wir müssen wieder zum Tage wechseln. Above anything, you've gained the commanding air of a racer. The Hakone Corsa Slasher is here. And they say it's because you drew him out. Go check the Hakone BBS. He'll get... I beat the Slasher put out challenge. If you answer it, the Slasher will show up at the PA. Okay, Hakone BBS. Watch it, there are no rookies. You better have your equipment set up perfectly. Okay, good luck. I'll be cheering for you. Okay, lass mal gucken. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gucken soll. Longkurs? Hakone. Ah, hier, guck mal, das ist für uns. The fastest man in Hakone. I'm the fastest racer in Hakone and I've decided to post on this BBS because an up-and-coming racer has recently appeared in Hakone. If he sees this post, I'll hope he'll come to see me at Hakone PA. I'm sure we'll have a good battle. Zeig mal her. Ah, keine Informationen über den. Answer. Issue a battle challenge to the... Okay. I read your post, let's have a battle. Okay, einfach plump. Aber cool. Aber man kann halt nicht auf alles antworten, sondern wirklich nur auf die, die einen sozusagen selber ansprechen. Der Rest ist einfach nur so ein bisschen Information, sag ich mal, zum Lesen. Ja, nice. Was ist mit Shortcourse? Ah, hier, okay. Ah, das ist... Shortcourse sind, glaube ich, so abgespeckte Strecken einfach nur. Wenn ich das richtig verstehe. Er gibt keine wichtigen E-Mails für uns. I see security in this mail is really that secure. Ach Gott. Das war jetzt aber unnötig, dass du mir das geschickt hast. Und die Musik ist jetzt ein bisschen spannend. Lass mich mal ganz kurz gucken, was nochmal so eine Felge gekostet hat. Das muss gerade sein. Weil es geht einfach gar nicht. Warte mal, die waren hier, ne? GTO.
TU3 war es, glaube ich, oder? Waren das die? Ja doch, das waren die. Beim 2-Inch. Hä? Ach, Alter. 110.000, okay. Ah, so viel Geld haben wir gar nicht. Krass, Alter. Ganz schön teuer irgendwie. Na gut, dann lass mal zum Tage gehen. Und gucken, ob wir die anderen zwei jetzt mal herausfordern können. Da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Oh, da ist sogar ein neuer dazu gekommen gerade. iGambler, okay, den werden wir auf jeden Fall nicht schlagen können. What? Sponsor? Geil. ...150.000 kriegen wir, wenn wir 1 Mitte 22 schlagen. Oh, geil, ey. Bei 4R32. Oh, ich hoffe, ich schaffe das, ey. Bitte. Yo! Was hat er denn für eine abgefahrene Abgasanlage, Alter? Ich glaube, das ist schon die bessere Technik, so zu fahren. Okay, das war ein bisschen wild. Aber gut, der hat halt Allrad, ne? Muss das irgendwie so machen. Weil wenn ich normal um die Bremse, um die Kurve fahre, das wird nicht viel bringen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber ich glaube, das war ganz blöd gerade. Gott, ich habe noch so wenig Zeit und noch so viel Strecke vor mir. Ja, wobei, auf der Geraden könnte ich vielleicht gleich aufholen. Nein! Nein! Hängen geblieben! Ey, das schaffe ich doch gar nicht. Das schaffe ich leider nicht. Nee, ich hab noch 2 Sekunden. Ah, Kacke! Kann ich nochmal bitte? Oh nein! Oh, Kacke! Das müssen wir jetzt mal kurz angucken, aber 1-2 Patzer weniger gewesen und dann hätte das vielleicht funktionieren können. Das hätte echt funktionieren können, aber leider habe ich's versemmelt, ey. Also an sich ist der R32 cool, die Proportionen sind nicht ganz so originalgetreu, meiner Meinung nach, von der Frontpartie. Das ist einfach irgendwie zu flach und nicht so abgerundet, so die Scheinwerfer, der Bereich dort. Nur die Abgasanlage ist wirklich ein bisschen Panne, aber ansonsten ist er geil. Die Felgen passen eigentlich ganz gut. Ja, da bin ich zu weit rausgekommen. Naja. Was soll's. Dann, ja, habe ich halt den Sponsor jetzt vergrault. Leider Gottes, aber vielleicht habe ich ja nochmal die Chance. Bitte? One contract could not be made. Oh Mann. Das ist richtig ärgerlich. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig. Ja komm, dann fordern wir halt sie heraus. Dann können wir nochmal 10.000 abstauben. Bin jetzt gefrustet, aber ich hoffe, die kommen ja bald wieder. Dass ich die noch mal probieren kann. Ja, wie früh willst du noch bremsen? Ey, was machst du? Du stehst schon seit dem Start auf der Bremse und dann schneidest du mich auch noch. Ey, du bist eine richtige Gebärmaschine. Ja, vielleicht wäre es so doch vielleicht besser. Weil so verliere ich nicht so viel Zeit, weil ich hier also rumeier. Sondern einfach, ja, sachte um die Kurve fahre und dann kann ich aber auch früher raus beschleunigen. Ja, keine Ahnung, muss ich beim nächsten Mal probieren. Vielleicht hätte ich mir im Emulator ein Safe State machen sollen, aber das wäre auch Cheaten eigentlich. Will ich ja nicht.
Weil es gibt ja auch Cheats. Was heißt Cheats? Wenn man das Spiel startet, eine neue Karriere und bestimmte Namen eingibt, dann kann man ja sozusagen extra Geld bekommen, wenn man spezielle Spielernamen macht. Aber gut, muss jetzt nicht sein. Zumal ich wusste es zwar, aber ich habe es vergessen, als ich das Spiel gestartet habe, weil ich einfach so viel Vorfreude hatte, dass ich unbedingt loslegen wollte. Obwohl ich den Guide mir vorher so ein bisschen angelesen habe, sage ich mal. Und da habe ich auch gesehen, dass es dort so Cheat-Spielernamen gibt. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt auch vergessen. Aber es hätte mir wahrscheinlich in dem einen oder anderen Moment weitergeholfen. Aber okay. Dann ist es so. Kann sie nichts machen. Ja, also den werden wir auf jeden Fall nicht herausfordern, zumal wir auch gar nicht genug Geld haben. Wir gucken nochmal, ob an den anderen Standorten noch irgendwo vielleicht jemand ist oder ob es was Neues zu erledigen gibt. Aber ich glaube kaum. Ja, hier wird niemand sein. Absolut niemand. Auch Category Races gibt es bestimmt keine neuen zumindest. Sonst hätten wir dazu irgendwas bekommen. Da haben wir ja wirklich alles schon gemacht. Direkt zu Beginn auch Gymkhana wird es, glaube ich, nichts Neues geben. Vorerst zumindest. Bin der Meinung, da wird bestimmt noch was dazukommen. Bin ich mir fast sehr sicher. Aber gerade noch nicht. Nö, gibt's nichts. Ja, das wird auch bestimmt auf der anderen Strecke auch so sein. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Und wir schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge direkt in die Nacht rein. Und werden schauen, dass wir neue Kontrahenten treffen. Und zugleich dann auch noch Geld machen, um uns erstmal die hinteren zwei Felgen noch leisten zu können. Ja, aber an dieser Stelle würde ich sagen, war es das für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.